Was, wenn Yuri wirklich nicht in eine andere Zeit geschickt worden ist? Was, wenn der Retainer es nicht geschafft hat, sie aus Wano Kuni rauszubringen? Möglicherweise hat Kaido sie nicht getötet, sondern für sich behalten. Er bildete sie aus, da sie noch klein war, wusste sie nicht, was vor sich geht. Sie wurde einer der stärksten Kämpfer von Kaido und ihr Name heute ist Queen. Was, wenn Kaido aus Iori wirklich eins seiner Desaster gemacht hat? Und sie könnte demnächst auf Momonosuke treffen? Wird sie sich erinnern? Oder vielleicht sogar gegen Kaido auflehnen? Das wäre auf jeden Fall storytechnisch ein mega Plot. Was haltet ihr von dieser kleinen Idee? Ist mir einfach mal so gekommen. Darum dieses kurze Theorienvideo. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen da und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.